Ja, vielen Dank, Klaus Teweleit, für den Vortrag, der uns in sehr klarer Weise eingeführt hat in die historische Dimension, überhaupt in den Hintergrund, dass es sich hier um italienischen und deutschen Faschismus bzw. Nationalsozialismus handelt, sozusagen mit diesem Salon, diesem Ort, an dem diese Villa aufgebaut ist, mit diesem Foltersystem. Und du hast uns über die Erzählstruktur aufgeklärt. Ich glaube, du hast in deinem Buch auch als erster aufgewiesen, wie genau Pasolini de Sade zitiert hat, also wie genau er diese Vorlage ins Bild und in den Dialog gesetzt hat. Und du hast aber auch schon anklingen lassen, dass es sich natürlich nicht um eine Literaturverfilmung in dem Sinne handelt, auch nicht um einen Historienfilm, sondern natürlich auch im Sinne jetzt von Pasolinis politischer Aktivität als ein Film über ja, das Italien der 70er Jahre oder über die westliche Gesellschaft der 70er Jahre zu sehen ist und das an einem bestimmten Punkt, wo er eigentlich um 1975 seine Utopie verloren hat. Jedenfalls, wenn man die Texte liest von ihm, scheint es so zu sein, das ist zitiert worden, dass er eben diese Utopie des Subproletariats als eben das kommende revolutionäre Subjekt eigentlich nicht mehr haben kann. Also 68 ist vorbei und also diese Zeit ja, scheint vorbei zu sein. Also diese drei revolutionären Potenziale, das politische, die sexuelle Revolution und ja, die christliche Mystik auch als revolutionäres Moment, könnte man fragen, sind die in diesem Film nun anders als in den beiden, die wir gesehen haben? Besetzt, sind die verschwunden sozusagen oder sind sie nicht doch auch artikuliert? Vielleicht als Erster. Ja gut, ich wollte, ne, da du das erwähnst, ne, ein Buch, ich habe das ausführlich dargestellt in diesem Buch namens Deutschlandfilme, ne, Hitchcock, Godard, Pasolini, wollte ich nur darauf hinweisen, für, wenn sich da jemand, ne, für die Einzelheiten genauer interessiert. Ist auch bei uns So, im Shop aber, erhältlich, ne? by the way. Ja, wir haben. Ja, hoffentlich. Achso, kann man gleich hier Ich habe kaufen. es nicht gesagt. Gut. Das sind ja immer so Sachen, die, wenn ein Buch Deutschlandfilme heißt, denkt man ja nicht unbedingt an Pasolini. Und ich habe Das das stimmt. genau in die Reihe von Deutschlandfilmen eben gestellt, mit diesem Hintergrund, ne, von Sodom über Dante, ne, über Ancien Regime, über Wehrmacht. Ne, bis man kann übrigens auf einer Ebene, die der nach dem Salofilm aufgetaucht ist. Das ist die Wehrmachtsausstellung, die das Hamburger Institut für Sozialforschung gemacht hat. Die bestand ja im Kern in der ersten Version aus eben aus den Fotos von lachenden deutschen Soldaten, ne, wie sie ihre Erhängungen und Erschießungen auf dem Balkan, Russland, Polen und so weiter gemacht haben. Also die direkte Fortsetzung. Und um das, wenn wir heute die Wir kennen die Abu Ghraib-Bilder natürlich inzwischen, die Pasolini noch nicht kannte. Wenn hier die nackt die Treppe hochgeführt werden an der Leine, sind genau die Sachen, die wir natürlich in irakischen Gefängnissen gesehen haben. Mit den lachenden, ne, Quälern, also die Geschichte ist ja auf dieser Ebene fürchterlich weitergegangen. Und im Moment sehen wir die lachenden Dschihad-Killer ja nur deswegen nicht, weil sie Masken aufhaben. Ne, darunter die Ausstellung, das, was ich vorhin Staging, Inszenieren genannt habe, das gehört zu diesen Killerakten, um diese Linie nochmal fortzusetzen, unbedingt dazu. Sie wollen, dass das gesehen wird. Und mir ist, also ich auf die Fragen eingehe, auch wichtig, das wollte ich vorher nicht so alles sagen, zu betonen, das, was Pasolini hier zeigt, ist ja, glaube ich, auf dem Hintergrund besonders, worüber wir noch reden können, dass er sozusagen ein Zwangshomosexueller war. Ne? Er konnte keine Beziehung mit Frauen ertragen. Was die hier Außer seiner Mutter. außer zu seiner Mutter, mit der hat er aber nicht geschlafen. Und er hat, wie Moravia berichtet, ihm erzählt hat, einmal versucht, mit der Prostituierten zu schlafen, so organisiert und hat hinterher gesagt, es war nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ich habe nichts davon.
Also das führt in eine Richtung, wo wir den Schluss des Films, wenn wir sehen, wie Pasolini umschneidet. Bis dahin, bis zu den letzten 10 Minuten, bis zu den Szenerien, wo die drei im Hof zu Tode foltern und einer immer oben guckt, durch das Fernrohr vom Stuhl aus. Da schneidet er ja und die Kamera durch das Fernrohr. Ne? Wir sehen mit denen durch das Fernrohr in diesen Hof, in die Foltergeschichte. Das heißt, ja, also das, der Film wird an dem Ende dann auch, und das berührt sich mit deiner Frage, wo sind seine Utopien geblieben? Die drei sexuellen Filme, die er gemacht hat vorher mit Boccaccio, Chaucer und so weiter im Hintergrund gesagt, nehme ich zurück, läuft nicht. Seine Hoffnung auf Aufstände in der dritten Welt war Ende der 70er auch enttäuscht, weil sich überall die Revolutionen, soweit die antikolonialen Revolutionen gesiegt hatten, sich durchgesetzt hatten, überwiegend in diktatorische oder unterdrückerische Systeme mündeten. Von der Befreiung der Sexualität der Studenten hat er sowieso nie besonders viel gehalten, weil er gesagt hat, es ist ein bürgerliches Luxusvergnügen, das die sich machen. Und der Rest der Menschheit hat damit eigentlich nichts zu tun. Und hier sieht die Leute, also wir werden mit dem Blick der Folterer gleichgeschnitten und müssen im Film uns an der Stelle fragen, wie verhält sich unser Blick dazu? Was von uns genießt das womöglich mit, diese Folterakte? Das ist genau, denke ich, was am Ende des Films in uns reinschiebt. Und Leute, die Opfer dort, die verraten sich gegenseitig. Alle, die erwischt werden, verpetzen den Nächsten. Und der Einzige, der, wo sie auch mal nicht lachen, erschrecken, der die linke Faust hebt, oh Gott, da ist der Teufel Kommunismus noch mal kurz auferstanden, aber sagt kein Wort und dann durchlöchern sie ihn. Und dann geht das... Ja, kurz... Sind sie gebannt? Also da ist schon sind sie gebannt. Das ist ein Moment des Erschreckens, ja. Aber der Film tut da nichts in der Richtung, wo er denkt, da beim Kommunismus oder so liegt eine Gegenwehr oder Befreiung von diesen Schurken. Mhm. Es ist, kann man schon sagen, und ein, auf der politischen Ebene und auch auf der ästhetischen Ebene ein total verzweifelter Film, der keinen Ausweg lässt. Ja, wir haben schon 3 Wortmeldungen. Ja, ich würde Ihnen gerne auch erstmal danken für Ihren Eröffnungsvortrag. Das war tatsächlich eine Hilfe, sich auf diesen Film einzulassen. Ich habe erstmal eine Frage zur literarischen Vorlage. Also ich habe die als Vorbereitung gelesen. Leider habe ich es nicht geschafft bis zum letzten Drittel. Und deswegen habe ich mich während des Films gewundert, also lange gewundert, weil ich festgestellt habe, dass der Film zu fast 100% deckungsgleich ist mit der Vorlage. Und ich habe mich gefragt, warum bleibt Pasolini so nah an der Vorlage? Also geht sein Interesse als politischer Mensch nicht darüber hinaus, etwas anderes dazu erzählen? Deswegen war für mich auch die Frage, zum Beispiel diese Szenen mit der Diffamation, wo die Leute anfangen, sich gegenseitig zu verraten. Ist das vielleicht etwas, wo er über die Vorlage hinausgeht? Und warum macht er das? Also ist dann sein Interesse als Regisseur in diesem Sinne nicht so sehr uns zu schocken, sondern uns zu zeigen, dass das Potenzial zum Faschismus immer noch in jedem existiert und vielleicht was grundlegend Menschliches ist. Naja, ich bin erkältet, ne? Muss ab und zu mal Rotz hochziehen. Ob das allgemein menschlich ist, weiß ich nicht, ob er das darauf zusteuert. Aber klar verlässt er da de Sade. Ich glaube, er verlässt auch de Sade in den Frauenrollen. Ich habe da am Anfang vorher nichts gesagt zu, weil ich dachte, sehen Sie das erstmal selber an. Die Erzählerinnen, die da sind, die sind ja sozusagen Komplizen der 4 Oberschurken, aber nicht in der Machtposition. Sie müssen sozusagen stimulieren, die anregen, sie müssen die Verruchten spielen und die Mädchen und Jungs ein bisschen betreuen. Aber sie, das geht ja absolut in die, also ich weiß nicht, wie gut sie die
die Frauenumgebung der Obernazis kennen, ne? Aber dass die Diktatoren der Welt und natürlich Hitler in seinen Filmnächten sich von den Schauspielerinnen wie Tschechowa, Marika Röck und so weiter, seine ganze Riege von willigen Nazi-Frauen-Stars, die mit diesen Herren da in den Untergang tanzen, sie entsprechend bedienen. Ich glaube, das soll man hier auch sehen. Mhm. Ne, das ist nicht Dessart oder so, Vorlage, das ist ein Pasolini-Kommentar zu den gerade zurückliegenden Faschismen. Mhm. Und zu den weitergehenden, ob das nur Trujillo ist oder sonst wer oder Franco oder andere Leute, sie haben ja alle diesen Hof um sich herum. Und der Film, und das ist natürlich auch nicht Dessart, denn Dessart hat Art Deco nicht kennen können. Ne? Das ganze Möbelambiente, ne? Die Spiegel, die Türen, die Bilder, die da hängt sogar Otto Dix, ja. Ne? Feininger, Brack und solche Sachen, sieht da aus wie eine enteignete jüdische Villa. Genau. Ne? Mit den Sachen, ja, die sie hängen gelassen haben und die Leuchter, die da sind, die Tische, das ist ja alles Art Deco. Ja, ja. Ja, das ist genau die Kunst derer, die sie verfolgt haben, aber wie man ja von Göring und anderen weiß, die haben die geraubten Bilder eben selber behalten und bei sich aufgehängt, die wissen einen großen Teil davon. Wie Göring hatte eine der größten Jazzplattensammlungen in Deutschland, war aber im Radio verboten und zu Hause hat er das gehört. Das heißt, diese ganze Geschichte von, ich nehme mir jedes Recht zu jeder Übertretung, was die hier vorführen, das finde ich viel exakter auf die gelaufenen und laufenden Faschismen bezogen, als das bei Dessart der Fall sein kann, der natürlich mit dem Ancien Regime das beenden musste. Aber diese Linie, der mit Lust killenden, herrschenden Klassen, die übernimmt Pasolini voll von Dessart. Ja, jetzt nichts. Ich hatte auch nur eine kleine Anmerkung. Ich fand auch, ich bin hier ganz oben, und ich fand auch den Vortrag im Vorfeld ganz toll. Und insbesondere, weil ich fand, dass sie über Pasolinis Homosexualität einen Kontext geliefert hat, insofern, dass Pasolinis Homosexualität passte auch zu seinem Interesse für das Subproletariat. Was mich ein bisschen stört, ist einfach, das im Raum stehen zu lassen, dieser Begriff Zwangshomosexuellen, nachdem man so einen wunderbar grausamen Film gesehen hat, weil ich finde, dass die Art und Weise, wie Pasolinis Homosexualität etwas mit seinem Kunstschaffen zu tun hat, ist eine sehr komplexe und sollte nicht... Insbesondere weil seine Homosexualität und sein Begehren, seine sehr gesunde und wunderbare Sexualität und seine wunderbare Begehren für Subproletariat und für Stricher ist ausgenutzt worden von seinen politischen Feinden, um ihn zu töten. Und so in dem Sinn, finde ich, muss man irgendwie verfeinert über den Bezug zwischen Homosexualität und seine Auseinandersetzung mit Faschismus. Und ich wollte nur fragen, ob Sie Gedanken dazu haben. Ja, klar. Es ist auch gut, dass Sie das aufnehmen. Ich wollte das ansprechen, damit der Punkt nicht verschwunden bleibt, weil die Killer, die er zeigt, sind, es gibt ja keinen einzigen vaginalen Akt in dem Film. Es gibt nur Analakte, die aber alle gewalttätig sind. Und nicht. Stimmt das nicht? Wo? Der Kommunist mit der Ja, ich meine das von den Killern aus. Ja. Von den anderen, klar. Aber bei den Killern gibt es das nicht. Und die Vagina wird ja geradezu mit Horror ausgespart. Und ich habe Zwangshomosexueller nicht etwa irgendwie negativ gemeint, sondern das wird klarer, wenn ich, ich bezeichne mich als Zwangsheterosexuellen. Weil mir Fantasien, wenn ich sexuelle Fantasien habe, ist da nie ein Mann aufgetaucht. Immer auf Frauen. Und das hat natürlich was Zwanghaftes. Das nimmt man nicht wahr, wenn man selbstverständlich heterosexuell ist. Aber ich hätte ja auch in irgendwelchen Träumen oder Onanie-Fantasien mal einen Mann fantasieren können. Ist aber nicht passiert. Es ist also eine Art psychischer Zwang bei mir, heterosexuell denken zu müssen. So wie Pasolini von sich sagt, er musste zwangsweise
homosexuell denken. Und mit der Feinheit dieses Drangs, den er hatte, also Moravia, einer seiner besten Freunde und der nie was Negatives hätte über ihn sagen wollen, hat gesagt, Pasolini, seine Neigung war besonders gegenüber leicht kriminellen Jugendlichen. Ne? Er hat absichtlich auch immer eine Übertretung gesucht in seiner eigenen Form der Sexualität. Wie weit man das hier, was er macht, hier als Kommentar dazu sehen soll, weiß ich nicht. Aber es heißt, er bezieht sich ein. Und so wie er eben, glaub ich, auch am Schluss uns einbezieht, unseren Blick. Wie verhalten wir uns dazu? Wie sehen wir da in der Dunkelheit die aufgebaute, das Kunstwerk der schönsten Arsches? Das ist wirklich wie Kunst betrachtet. Ja, wo die Frau sagt, mein Meisterwerk, das ist mein bestes Werk hier. Und das ist vielleicht nicht leicht zu beantworten. Ich bin damit auch nicht klar. Ich weiß auch nach dem nochmaligen Sehen nicht genau, was der Film mit mir macht. Ich merke nur, dass es mich entlastet, wenn ich auf die Sachen gucke, die da alle aufgebaut sind und wie die Räume gemacht sind, wie dieser Film ästhetisch gebaut ist. Das nimmt ein bisschen von der Gewalt weg. Und eine Weile geht er ja auch relativ langsam daran, aber am Schluss dreht er ja richtig auf. Und es werden die Brandzeichen, Zunge abschneiden, skalpieren, die ganzen Sachen, die wir auch aus eben Film, Kino kennen, müssen wir sehen. Und ja gut, ich meine, rausgelaufen sind sie ja in Massen nicht. In irgendeiner Weise lässt man sich das da von ihm reinschieben. Ne? Und also ich, da muss doch einiges bei Ihnen los sein. Ja, wir haben eine nächste Wortmeldung. Ja, Herr Teweleit, es ist ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Sie haben das ja irgendwie in norddeutschen Kneipen geübt und jetzt ziehen Sie das voll. Ich finde das als Norddeutscher natürlich super, denn so wie Sie jetzt sprechen, wird ja sonst in Frankfurt selten gesprochen. Was ich sagen wollte, ist ähnlich angeknüpft wie das, was mein Vorredner gesagt hat, nur dass ich die gegenteilige Richtung wählen würde. Ich bin ganz gegen dieses Heiligenbild Pasolinis, was da produziert wird, egal ob als Katholik oder Homosexuell, ist mir total wurscht. Und Sie hatten ja in Ihrem Vortrag vorhin ausgelegt, dass er als Schwuler sich Hetero-Jungs ausgesucht hat. Minderjährige Hetero-Jungs, die er unbedingt in Sexualkontakte verwickeln wollte, würde, auch getan hat, und zwar auch wenn ein Haufen Geld so als Medienfuzzi auf der Steppe jenseits von Rom stimmt. Okay, und Moravia, das ist doch echt erzählt das so, ziemlich übel. Genau, das ist die Moravia-Quelle und das ist eine ziemlich üble Nummer. Ich will jetzt nicht moralisch werden, von wegen Edertier und so gar nicht, aber wenn jemand sich mit dem Potenzial sexueller Unterdrückung so befasst, wie Pasolini in diesem Film das getan hat, ist auch seine eigene Neigung und Disposition darin eine Quelle oder hat das nichts damit zu tun? Gut, habe ich eben schon gesagt, weiß ich nicht. Ne? Ist möglich, dass, wenn die Beschreibungen von Moravia stimmen, dass er erstens heterosexuelle Jungs wollte und zweitens welche, die was auf dem Kerbholz hatten. Was auch in Richtung dessen geht, der ihn nachher erschlagen hat. Auch wenn er nicht alleine war, es ist sicher, dass da mehr beteiligt waren und möglicherweise ein Fake-Date, eine Falle, in die er gelockt worden ist. Und es ist ja zum Beispiel überliefert der Satz von einem der berühmten italienischen Kritiker, Namen weiß ich jetzt nicht, nach der ersten Vorführung von Salò, als sie aus dem Saal gegangen sind, soll der gerufen haben, na gut, wenigstens haben sie ihn totgeschlagen. Ne? Also das lag im Raum. Ne? Der Angriff, der da viele Leute, es gibt ja Berlusconi nicht erst seit kurzem, ne? Diese Figuren, die Pasolini, der vor Augen hatte, mit diesen, das sind ja alles Leute in diesen Funktionen oder Adlige etc., denen er diese Sachen zuschreibt. Zu denen gehört er nicht, ne? Aber er gehört er ist natürlich höchste Ebene der Prominenz in dem Moment. Ne? Und alles, was er sagt, wird gedruckt, erscheint in den Zeitungen, erscheint im Radio, er taucht überall, er ist sozusagen vor aller Augen, in aller Munde. Er hat da einen ungeheuren Schritt gemacht, auch der Selbstentblößung.
Ne, denn seine Homosexualität war bekannt und über die Sachen konnten andere auch berichten, negativ. Und Moravia erzählt, dass er ihm gesagt hat, er soll das bleiben lassen. Also er hat ihm gesagt, mach den Film nicht fertig, das ist zu gefährlich. Wir haben hier noch eine Wortmeldung. Also zu Pasolini kann ich nicht viel sagen, aber aus psychoanalytischer Sicht habe ich eine gewisse Abwehr, wenn man Regisseure und Filme zusammenbringt. Man kann das machen, aber ich glaube, das müsste man auf einer theoretischeren oder höheren Ebene machen, als so gleichsetzen. Deshalb, gleichsetzen geht gar nicht. Ja, das geht auf keinen Fall. Aber selbst wenn man es vergleicht, muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen als so einfach. Ich habe den Film in den 70er Jahren gesehen, weil einer meiner Lehrer gesagt hat, den muss man verbieten. Da bin ich natürlich gleich reingegangen. Da muss ich sagen, erkenne ich vieles wieder, also die Gefühle, die ich damals hatte, erkenne ich vieles wieder an dem, was Sie selber, Herr Tevilait, ausgeführt haben über Faschismus, Nationalsozialismus und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich habe ihn inzwischen 3-4 Mal gesehen und jetzt also wieder. Vielleicht liegt es auch an der Zeit, 35 Jahre ist ja schon eine weite Zeit gegenüber dem, was also Faschismus ist oder was man sich vorstellen konnte. Und ich muss sagen, ich bin immer oder ich bin heute Abend sehr weit entfernt von dieser Gleichung oder von diesem Vergleich zwischen Nationalsozialismus und dem, was hier gezeigt wird. Ich würde einen sozusagen zwei Buchtipps oder Artikel nennen, die mich da praktisch angemacht haben heute Abend. Das erste ist Freuds Unbehagen in der Kultur. Das hängt mit dem zusammen, was Sie selber oder auch der erste Redner gesagt haben. Hier werden Kulturgüter ausgestellt. Das geht über Musik, über Malerei, über Schloss, über Sekunde, Architektur. Ich das vergesse, ist mir vorhin schon durch die Finger geschlüpft. Die Musik, die man hört, die einsetzt bei den Foltereien am Schluss, die so ein bisschen in esoterische Richtung geht, das ist Karl Orff, Carmina Burana. Ne? Ja, es gibt auch Zitate aus Kirchenliedern und so weiter und so fort. Also alles das will ich ja zusammenfassen. Ich denke, was hier gemacht ist, ist eine enorme Kraftleistung, um dieses Unbehagen an der Kultur zu zeigen. Das heißt, die Kultur ist eigentlich das Ziel von Pasolini. Er kritisiert die Kultur, die menschliche Kultur, die Entwicklung. Und er nimmt natürlich das, was damals sozusagen an der vordersten Stelle war, wie Orff oder Fernand Léger oder was auch immer, Picasso oder was man da sehen kann. Das ist sozusagen, wird angegriffen. Und die Parallele dazu, neben dem Unbehagen der Kultur, ist Kant mit Saat von Jacques Lacan. Das heißt, was wir hier sehen, und gleich vom Anfang an sehen wir ein Buch, ein Programm, Regulamento. Das heißt, alles, was in diesem Film geschieht, ist beschrieben, ist sozusagen als Rechtsverordnung oder als Regelverordnung vorgegeben. Ein ziemlich dickes Buch. Man kann sagen, das sind sozusagen die ganzen Menschenrechte von und die ganzen Gesetze sozusagen stellvertretend mit drin von von den 10 Geboten bis heute. Und das wird eigentlich umgesetzt. Es wird überhaupt von Sexualität oder Trieb, wie Freud ihn definiert hat, ist hier gar nicht die Rede, sondern es wird alles weggedrängt. Es kommt umgekehrt dann dazu, dass wir nur hören und sehen. Also zwei Objekte von Lacan, zwei Darstellungen des Objekts klein a, was uns sozusagen fasziniert und was natürlich klar mit dem Kino selbst zusammenhängt. Aber das sind nur ein paar Gedanken, die mir ich bin sicher, dass ich da noch was drüber schreiben werde, weil ich das sehr spannend finde und bisher so noch nicht gesehen habe. Meine letzte oder erste, überhaupt die erste Frage, kann es sein, dass die Frau, die am Schluss erwähnt wird, nichts mit Goethe zu tun hat? Denn der Junge sagt, er gesteht, dass seine Freundin Margarita ist, also Margarete.
Und könnte es sein, dass sich über diesen Umweg sozusagen die Frau einschleicht, und zwar auf eine subversive Art, die uns sozusagen in diesem ganzen Film nicht klar geworden ist. Gut, es tanzen zwei junge Männer da zusammen. Ich glaube nicht, dass der Name Margherita da eine besondere Rolle spielt. Das ist ein anderer Film. Ne? Würde man ja was total anderes als nächstes entwerfen. Aber was Sie davor gesagt haben, damit kann ich mehr anfangen. Also die Frage nach der Sexualität. Und das, glaube ich, ist unbedingt wichtig, dass man das feststellt. Denn was die da machen, ne? Die ganzen, diese Folterherren und die erzählenden Damen mit ihrer Pisse und Scheiße und ihren Generälen etc. etc., die dabei ejakulieren, das geht ja alles in eine Richtung, womit ich diese faschistischen Sexualisierungen überhaupt, diese Folter beschreiben würde, dass sie überhaupt nichts mit Sexualität zu tun haben. Ne, was man da sieht in dem Film, den sexuellen Akt, sieht man zwischen der Schwarzen und dem Typ, der dann erschossen wird. Alle anderen üben Gewalt aus. Und Gewaltausübung ist, würde ich immer noch sagen, das Gegenteil von Sexualität. Wenn eine Sexualität, eine Berührung zwischen Leuten da ist, schließt das immer ein, dass man den anderen nicht umbringt. Oder näher, dass man mit dem anderen sich berührt, verschmilzt und was Neues entwickelt, einen anderen Körper entwickelt und alles das, das wollen die ja nicht. Die benutzen alle sexuellen Formen, von denen sie irgendwie gehört haben oder sonst wie, als Unterdrückungsform. Praktizieren das dann auch selber, sie fressen die Scheiße auch selber der Akt, ein paar lassen sich in den Hintern vögeln. In einem Fall sieht es so aus, als hätte der was davon, bei allen anderen sieht man das nicht. Und sonst gibt es die Masturbationsakte, ne, das Anschauen der Folter und Griff zum Schwanz. Ne, das ist eigentlich die Struktur und ich glaube, das ist die, plus das Gelächter, ne, der Orgasmus, den diese Leute haben, liegt im Lachen, während andere sterben. Ne, das ist ein Gedanke, der taucht bei Freud nicht auf. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was für ein Gefühl das wirklich ist, was für ein körperliches Gefühl. Aber das sehe ich an laufenden und ausgestellten und Folterakten auf der Welt überall. Der Killer lacht. And that's his way of orgasm. Masturbieren kann einen Ersatzorgasmus kriegen. In sexueller Verbindung mit anderen Körpern nie. Keiner. Das gilt für mich bis heute. Bedeutet es nicht, wenn ich das kurz dazwischen schieben darf, dass Sexualität, die ja als echte sozusagen nicht, also aus der Regel, also die Regel sprengende Sexualität, ja doch als subversives Moment erhalten bleibt, auch in dem Film, ne, in dem weiblichen Paar, also die beiden Mädchen und eben der Junge mit der Schwarzen. Also da ist ja Sexualität nur etwas Authentisches, ganz anders sozusagen als ja, auf der Ebene. Keine Übertretung, das ist ja, was man eher als das Normale ansehen würde. Dass ich ja, aber sie übertreten die Regel und die Folter. Sie übertreten das, was er das Gesetzbuch nennt. Ja, aber das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Hinweis. Doch, das Gesetzbuch doch, heißt, kein ja, anderer darf eine Lust ja, haben, ja, nur aber, wir. Jeder aber andere, Sie sagen, eine hat, muss gekillt werden. Aber der Widerspruch ist doch, dass dieses Gesetzbuch, die Regulamenti, ne, also die sie sich geben und den Opfern geben, also diesen Kosmos umschließen, ne, das ist ja ein System, an dem beide teilhaben, ne, dass damit gewährleistet sein soll, dass sie, also diese Faschisten, diese Exzesse leben können, dass sie diese Freiheit bekommen. Und das ist doch der Widerspruch. Und da würde ich also jetzt als Referenzautor eben eher Adorno nennen, ne? Also die Dialektik der Aufklärung, den Rückfall von Vernunft in Barbarei, ne? Also dass sozusagen diese Systemgläubigkeit, diese Regelgläubigkeit, die Sie da mit dem ersten Bild zitiert haben, doch bedeutet, dass die Hoffnung, und insofern sind diese Folterknechte ja auch tragische Figuren, weil sie nie dahin kommen eigentlich so wirklich, also könnte man vielleicht darüber streiten, aber dass sie die Freiheit, also das Exzessive, den Exzess, den sie herbeiführen wollen durch das Regelwerk, natürlich sozusagen in diesem Regelwerk gebunden bleibt und insofern nie erreichbar ist. Ne? Also das ist doch eine Widersprüchlichkeit, die eben dieses Henker, die Opfer- und Täter-Verflechtung dann auch ausmacht. Ne? Das an einer Stelle sagt ja auch
er, wenn sie über ihm steht und sie auf ihn uriniert, ne, die Täter müssen auch die Opfer sein. Ne, und das Sublime ist sozusagen auch ein wichtiges Bild. Alle, sie wollen das Sublime. Ne, und da ist auch die Kunsterfahrung und die Kultur. Also ich finde, das wäre ja jetzt schon so ein Weg, den Film als Kulturkritik wirklich im Ganzen zu lesen. Aber ich möchte jetzt doch erstmal, bevor ich würde auch gerne was dazu fragen konnte, oder Beobachtungen wiedergeben. Also ich hatte große Mühe, das als Film über Faschismus zu sehen. Also weil man ja, ich hatte ihn zum ersten Mal gesehen und was man gehört hat über den Film, da erwartet man das und Ihr Vortrag hat ja auch überzeugende Argumente gehabt, aber ich hatte den Eindruck, als ob da überall Zeichen versteckt sind, die einem das auch nahelegen, dass es um mehr geht. Also ich wollte auch zu einer Sache ich mal nachfragen, weil ich sie nicht ganz einordnen kann. Es gibt eine lange Suada, das ist, glaube ich, die mit dem Anarchismus, der die Macht hat. Und dann kommt ein Name, Klosowski. Den hat man ja vorher auch gelesen, da kommt eine Literaturliste, was man so lesen soll. Fauteuil Brûlé, Sartre oder so irgendwas. Und ganz unten dann alles von Klosowski muss man unbedingt lesen. Und das passt ja nun gar nicht zu Faschismus. Und das ist so ganz, das ist großes Zeichen. Also da wird eine ganze Zivilisationsepoche quasi auf den Prüfstand gezogen. Bevor ich jetzt lange da auch was dazu sage, eine Frage, also was mich am meisten dann, wo ich geglaubt habe, ich verstehe, was er will, dieses religiöse Moment, denn von diesen Regeln, die explizite Regel, die genannt wird, die deren Verletzung zum Tode führt, das ist die des Ausübens religiöser Handlungen. Und ob das nicht auch ein ganz tiefes Motiv ist, also meinetwegen tiefer als die Faschismuskritik oder Faschismusanalyse, also die Menschheit ohne Gott. Die Linie zieht er und natürlich ist das eine rasende Form von Kulturkritik, ist fast zu wenig gesagt, ne? Durch die Menschheitsgeschichte durch, die er zuspitzt auf jetzt, auf diesen lachenden Killer hin. Ne? Und diese lachenden Killer, klar, also wer ein bisschen sich mit Narzissmus auskennt, weiß natürlich, dass Hitler und Goebbels selbstverständlich im Sinn hatten, nicht eine Ersatzreligion, sondern eine andere, ihre Sorte Gewalt- und Rassismusreligion an die Stelle dessen zu setzen, was vorher Christentum war. Die empfinden sich absolut als religiös und die faschistischen Aufmärsche sind Gottesdienste. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Ne? Und das ist alles darin enthalten. Aber eben in diesem komischen Regelbuch. Ne? Denn das soll bestimmte Formen haben. Ne? Wie macht man das, wenn man alles wild und chaotisch macht und nur in die Leute reinballert oder Gift schmeißt, ist das weniger befriedigend, als wenn man dem eine bestimmte Form gibt. Ne? Die Form, in der das, was sie als Lust erleben, sich dann realisieren kann. Und das, ich glaube, das wollte er vorführen. Und also in einem seiner letzten Interviews auf die Frage, er meint, Katholiken und Marxisten sich zu dem Film verhalten würden, antwortet er, in Italien gibt es weder Katholiken noch Marxisten. Klar. 1978 ist alles weg. Er sieht das alles ausgelöscht und untergegangen, Rote Brigaden und so weiter, nichts mehr. Er sieht nur noch, was er Konsumerismus nennt, in einem seiner letzten Artikel, vom Kommunismus zum Konsumerismus. Er nennt das sogar eine anthropologische Wende, eine Mutation, die in Italien passiert ist, Mitte der 70er, dass er sagt, wie vorhin eine italienische arme Landfamilie, die sind mit mal wie Billionäre. Weil sie ins Kaufhaus gehen und an alles rankommen können mit dem bisschen Geld, was sie haben. Und wenn man mehr hat, kommt man an mehr ran. Und das ganze Leben ist umgestellt auf das, was er Konsumerismus nennt. Dann müsste man aber, wenn man jetzt auf diese Frage zielt, doch sagen, dass diese Libertins nichts anderes darstellen als eben diese Haltung des Konsums, imaginären Lebens. Das sagt er auch in diesem Interview. Des Lebendigkeitsübertragens, über das Anschauen und über das Leiden lassen. Also das Erhabene, das da zitiert wird in dieser einen Stelle, ist ja auch nichts anderes als, ne? Also wenn man das auf den Kern reduziert, ist es ja das. Ne? Also die ästhetische Erfahrung als die Selbststeigerung durch die Erfahrung, ne, der Ohnmacht eigentlich, ne? Also des Leidens, des Katastrophischen. Ne? Also da sehe ich einen Kern, also von also dieser Kulturkritik. Wir haben noch vier Kommentare.
Konsumerismus. Er sagt, der Film ist schwer zu sehen als Kritik des Konsumerismus. Ja, aber müsste man dann, wenn man diese auch so gesehen haben. Ja. Also das soll mitbehandelt sein. Das ist dieses Verhältnis. Das springende Punkt. Ja. Heute sagt man, würde man sagen, Ware. In der Liste. Ja. Psychologen reden heute vom wahren Ich. Nicht mit H, sondern... Es ist ja eine gewisse Gesetzmäßigkeit im Kino, dass wenn man das körperliche Sexuelle überbetont, dass die historische Konnotation, die historische Genauigkeit darunter leidet. Das Hollywood-Kino, denke ich mal, weiß davon, ein Lied zu singen. Pasolini ist natürlich nicht in dieser Tradition zu sehen, aber ich denke mal, ein wichtiger Aspekt bei ihm ist ja doch das Körperliche. Und sein Film war ja nach La Caduta degli Dèi von Guicciardi in 1969 einer der ersten Filme, der sozusagen eine Sexualtheorie in gewisser Weise in filmische Sexualtheorie des Faschismus und des Nationalsozialismus, der ist ja sozusagen die Klammer des Ganzen, bildet. Glauben Sie nicht, also aus heutiger Distanz, also ich habe den Film damals auch, ich habe in Marburg studiert und der lief ja auch gerade, als ich dann da war im Filmclub. Glauben Sie nicht, dass aus heutiger Sicht und auch mit dem Wissen heute über Faschismustheorien und die ja damals gerade Wilhelm Reich sozusagen diese Theorien aus sexualwissenschaftlicher Sicht en vogue waren, dass die doch genau in dieser Genauigkeit doch sehr leiden, dass also der Film sehr stark doch an dieser historischen Authentizität leidet, also er im Grunde eigentlich wenig historische Erklärungen bietet, abgesehen davon, was Sie als anthropologische Konstante von Macht bezeichnet haben. Glauben Sie nicht, dass der Film da doch sehr ungenau ist, was jetzt sozusagen und heute im Wissen bedeutet, was Nationalsozialismus heißt, nach all den Forschungen über Lager, KZ und so weiter und eben italienischer Faschismus, der immer sehr stark zur Groteske geneigt hat. Also der Visconti hat mal gesagt, die italienischen Filme sind Komödien, auch die über den Faschismus. Die deutschen sind Tragödien. Und ich denke mal, die Frage ist, ob dieses Muster noch heute trägt oder ob das in eine ganz andere Richtung geht. Pasolini. Aber gut, welche Filme soll das geben, welche deutschen die Tragödien wären? Es gibt da eher gar keine. Ne? Deutscher Film gibt es so einen Quatsch wie den Untergang von Eichinger mit Bruno Ganz. Das ist eine Komödie, aber eine zum Weinen. Ne? Italienisch, okay. Italienischer und deutscher Faschismus unterscheiden sich auch auf vielen Ebenen. Es gibt ja eine ganze Menge italienische Filme, die, Rossellini schon 46, ne? Der Film, der in Deutschland hätte gemacht werden müssen, Deutschland im Jahre Null, den macht eben ein Italiener, ne? Über einen kleinen übrig gebliebenen HJ-Jungen, der an seinem Vater zugrunde geht, der im Bett liegt, krank und sich versteckt als Soldat, weil er Angst hat, er wird von den Alliierten verhaftet, wenn er rauskommt. Und dann diese ganze Trümmergeschichte in Berlin, Deutschland im Jahre Null, das macht Rossellini. Und er macht Rom offene Stadt und er macht Paisa. Und das heißt, er nutzt die Gelegenheit, dass die Amerikaner gekommen sind nach Rom, um sofort zwei antifaschistische Filme zu machen. Und mit diesen Filmen kehrt, das wird überall übereinstimmend festgestellt, Italien sozusagen zurück in die eine sogenannte Gemeinschaft der Völker, die nicht nur Dreck am Stecken haben. Die entfaschisieren sich direkt mit diesen Filmen übers Kino. Das schafft nur Italien. In Deutschland ja keine Spur davon. Und die dann danach kommt, von Antonioni bis Fellini und so weiter, die knüpfen daran an. Visconti und De Sica, der gesagt wurde, der morgen läuft, ist auch ein wunderbarer Film, der genau in diese Reihe gehört. Auch in der Film von De Sica, wie heißt der, General sowieso. Geschichte eines Generals, der einen Fake, eine andere Identität aufzieht, etc. und nicht weiß, wie er sich wieder in die Gesellschaft zurückbringen soll. Das sind lauter Sachen, die in Italien thematisiert wurden im Kino. Ne? In Deutschland bis in die 70er Jahre, ja, so gut wie nichts. Ne? Es gibt Staute, Untertan, okay. Staat, ja, aber nicht direkt mit Narzissmus.
Während in Italien gibt es 20, 30 Filme von Lina Wertmüller bis sonst wohin und sonst wohin, die das gemacht haben, die das probiert haben. Also Italien hat wirklich angefangen, eine Auseinandersetzung damit. Von der Pasolini hier sagt am Ende, hat aber irgendwie alles nichts genützt. Ne? Die Sache ist trotzdem im Eimer. Wollen wir mal zum nächsten Beitrag übergehen? Ja, guten Abend. Zwei Sachen, zwei Stichwörter, die noch nicht gefallen sind, ist Exploitation und Sexploitation. Wir müssen den Film auch in dem Alter oder in dem Zeitalter sehen, in dem er entstanden ist. Und das Herausragende für mich ist eigentlich das, was eigentlich eine Frauenrolle ist in dem Kino der damaligen Zeit, speziell im US-amerikanischen Kino, und in Italien wurde immer kritisiert, dass der amerikanische Einfluss sehr stark ist, wie in dem Lied von Toto Cutugno. Wir haben zu viel Italien auf den Plakaten, und das haben auch, also der amerikanische Einfluss in Italien war noch stärker als in Deutschland, meiner Meinung nach. Ja, viel stärker. Ja, und dieser Film ist eigentlich für mich eine Abrechnung mit den Exploitation-Sexploitation-Filmen, und zwar in dem Sinne, dass junge Männer in den Krieg gezwungen werden, und das, was in dem Film den jungen Männern widerfährt, ist das, was den jungen Italienern unter der deutschen, sagen wir mal, in diesem verhängnisvollen Bündnis widerfahren ist. Also mein Vater war auch, der ist 26 geboren in Mailand, als Mussolini getötet wurde, und er hat sich versteckt. Er hat also auch in einer Art abgeschlossenen Villa gelebt, ja, wenn man so will, in Kellern und so weiter, nur damit er nicht, weil die Deutschen haben in den letzten Kriegsjahren die jungen italienischen Männer in den Krieg geschickt, also auch Kinder, 16-Jährige, 14-Jährige und so weiter. Und das muss man sich halt vor Augen führen, dass das so dramatische Ausnahmen angenommen hat, dass das für die Italiener halt ein schockhaftes Erlebnis war. Und das habe ich in diesem Film wiedererkannt. Und ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Alter der Darsteller, weil eigentlich ist ja dieser Film heute schon fast Kinderpornografie, wenn man so will, oder Jugendpornografie. Also es ist, damals gab es sehr viele Filme, in denen die Darsteller noch lange keine 18 Jahre alt waren. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in diesem Film ist, aber bei aller Kunst und all dem intellektuellen Gesprächen, die wir so bisher geführt haben, wir haben vergessen, uns vor Augen zu führen, dass wir ganz vergessen zu scheinen haben, wie alt die Darsteller sind, was ja heute schon fast ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Also verstehen Sie, heute wird Gewalt überall propagiert, aber dieses Thema Alter der Darsteller wäre heute gar nicht mehr machbar im Kino. Also würde sich kein Produzent finden. Entschuldigung, nochmal. Tiere wurden nicht gequält. In diesem Film nicht, nee. Na gut, die Darsteller, wie alt sind die? 16 plus oder so? Ne? Das ginge heute auch, wenn man nicht nach abends um 10 dreht. Oder, ne? Wie, die ist ja keine Fernsehgeschichte. Aber Sexploitation, davon ist Pasolini ja, glaube ich, gerade in den drei Filmen vorher selber ein Teil. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die drei, die er als Trilogie des Lebens bezeichnet hat, der eine nach Boccaccio-Texten, der andere nach Chaucer und was ist der dritte? Tausend eine Nacht, genau. Da versucht er ja, und zwar für mein Gefühl, ich mochte die Filme damals überhaupt nicht, weil die mir eine ganz simple, wirklich Ausbeutung von Sexualakten zu sein schienen. In der Provence, Quatsch, in der Toskana, die Sonne geht auf, jemand steht auf, steht an irgendeinem Weinfass, jemand kommt dazu und die Leute vögeln sich von vorne, von hinten. Es gibt eigentlich auch keine Beziehung zwischen Leuten, die haben keine richtigen Geschichten, so wie diese Boccaccio und Chaucer Stories ja auch sind aneinandergereiht. Und er meinte, er zeigt da drei Filme lang lustvolle Sexualität. Das war nicht so. Ich habe die damals, die drei gesehen und dachte, Mann, was macht der jetzt? Was soll der Scheiß? Die tauchten als Filme nichts. Die Filme vorher fand ich alle gut und dann war vorbei. Und dann kam dieser hinterher. Also es ist wie eine Abkehr von der eigenen Sexploitation, die er eine Weile gemacht hat, über diese Filme mit dem Kino. Und so mit dieser Ideologie, das ist Befreiung der Menschen. Und er hat gesagt, Quatsch ist es nicht. Sorry ist es nicht. Und sorry, das Subproletariat ist es auch nicht. Die habe ich zwar verherrlicht, aber es sind doch alles nur Kleinkriminelle. Und jetzt sind sie alle Konsumeristen. Das ist... Na gut, er macht hier dann schon Tabula
Rasa damit. Ne? Ich sehe da, ne, außer was man noch sieht, ist sie, es ist eine gewisse Lust da an der Konstruktion dieses Films. Ne? Am Bau der Bilder und am Aufbau, langsam Aufbau dieser Zunahme, ne, dieser Folter, da steckt eine artistische Arbeit drin. Ne? Aber ideologisch ist er von dem allen weit weg und er hat auch gesagt, er will eigentlich keine Filme mehr machen oder Pause machen. Er wollte Romane schreiben danach weiter. Einer liegt davor, 600 Seiten, die nachgelassen sind, das sollten 2000 werden. Ist auch irgendwo veröffentlicht, habe ich aber nicht gelesen. Mich hätte mehr interessiert, was er auf der Filmebene weitergemacht hätte. Also für ihn war das so eine Art Summer eigentlich. Ja, Film, ne? Er wollte dann erstmal mindestens Pause machen und sagen, mit Kino reicht es jetzt. Mhm. Bitte schön, Ihre Frage. Also ich wollte nochmal eingehen auf die Thematik des Gesetzes, was schon ein bisschen diskutiert worden ist. Und mir scheint es doch so zu sein, dass hier die Einsetzung oder die Setzung des Gesetzes selber schon bezogen ist auf die Aussetzung oder auf die Entsetzung des Gesetzes, aber in einer paradoxalen Verschränkung mit ihr besteht. Das heißt, hier kann eigentlich nicht die Rede davon sein, dass wir es mit einer Überschreitung des Gesetzes oder mit einer Überschreitung oder Übertretung von Regeln zu tun haben, weil die Regeln ja klar benannt werden am Anfang in der Szene, in der sie auf dem Balkon sind, in der die Tagesabläufe benannt werden. Giorgio Agamben hat zum Beispiel in seinem späten Werk über diese höchste Armut darauf hingewiesen, dass hier mit diesen 120 Tagen von Sodom ein klarer Bezug besteht zu der Klosterliteratur des 13. Jahrhunderts sozusagen, wo man dieselbe Struktur hat, dass die Klösterbrüder sich immer wieder die Regeln vorlesen, die Regeln vortragen, wie sie ihre Tagesabläufe sozusagen von morgens, so geht es ja auch los dort, um 6 Uhr bis gewissermaßen in die späte Nacht zu strukturieren und zu organisieren haben. Und das wird hier gewissermaßen aufgenommen. Deswegen würde ich auch sagen, ist es wichtig am Anfang, dass die Regeln öffentlich verkündet werden und Bezug genommen wird darauf, weil dadurch gewissermaßen erst eine neue Form von Regeln oder Regelhaftigkeit geschaffen wird, die aber konstitutiv ist für diese Form selber. Also es handelt sich ja überhaupt nicht über eine Überschreitung, sondern eher um eine Bestätigung von Gesetzen, würde ich sagen. Also sehen Sie das auch so? Meine Frage ist, warum es überhaupt diese Gesetze braucht? Warum bedarf es überhaupt der Gesetze und der Verkündung dieser Gesetze? Ja, ich glaube nicht, dass der Film sich im Verlauf daran hält, sondern vielleicht bis zur Hälfte. Nicht? Wo die Erzählung ja auch noch den Rahmen abgibt, ne? Der ersten Frau, dann der zweiten. Für das, dann läuft immer einer raus, ne? Und muss masturbieren oder jemanden vergewaltigen oder sich in den Mund pissen lassen oder sonst was. Am Ende ist diese Frau und der Rahmen ja weg, der Erzählungsrahmen weg, der Raum ist weg, der Raum ist entleert. Die Pianistin ist noch da, die springt aus dem Fenster. Nicht, also eine aus dem Kreis, die bis dahin das mitgemacht haben und jetzt die letzten Folterakte sozusagen nicht mehr sehen will, oder auch ihre Funktion als Klavierspielerin, der Rahmen ist weg, die Regeln sind weg. Und was man dann sieht, ist da, sieht man noch, und das zeigt er eben als Vollzug von Kinoverfahren, Western. Nicht, Brandeisen, skalpieren, Zunge abschneiden, das Auge, Buñuel wird zitiert, wird wirklich ausgeschnitten und da ist der Rahmen ja weg. Und dann, na gut, jetzt ist die Frage, was ist hier mit dem? Ja. Mit der Revue-Bewegung von den dreien. Ne? Was heißt die wirklich? Naja, und einer guckt durchs Fernrohr und das sind dann auch wir. Ne? Macht er sich dann nur lustig? Ist das nicht eine Parodie, dass sie jetzt in ihren Morgenmänteln diese Revue aufführen? Und das ist ja der Höhepunkt sozusagen der Folter in dem Film. Da liegen noch daneben, die werden skalpiert, geschlachtet und die drei gehen in diesen Tanz über. Also, und dann die beiden tanzenden Männer hinterher mit dem Margherita. Das finde ich eben auch, das ist auch diese Wechselbewegung, ne? Dass sie auf der einen Seite selber Spektakel machen und das Spektakel angucken. Ne? Die einen sitzen am Fernrohr und die anderen führen auf. Ne? Also einer muss eigentlich einer immer muss die gucken. Seiten gewechselt. Ja. Ne? Das ist dieses System. Und ich denke, die Übertretung ist doch eben der Selbstmord. Und da wird auch diese strenge Symmetrie aufgebrochen, ne? Wenn die Pianistin plötzlich ausschert und quer
diagonal durch den Raum geht und sich da aus dem Fenster wirft. Das ist ein Bruch. Ne? Die Dschihadisten jetzt? Aber die Libertärs sind totale Konvention, ne, eigentlich dann. Ne? Also sie folgen einer. Nein, sie müssen das ausstellen. Das ist der Punkt. Genau wie die Halsdurchschneider im Fernsehen jetzt. Es geht eben nicht darum, dass sie ihre Schweinereien verheimlichen, sondern die ganze Welt soll das sehen. Und das zeigt Pasolini hier mit diesen Typen. Es muss, was Naomi Green in ihrem Pasolini-Buch Staging genannt hat, das Killing muss und Staging, die Theatralik, gehören zusammen. Wenn das nicht als Dramaturgie vor den Augen der Welt erscheint, dann, wenn sie das im Geheimen machen, dann ist die Befriedigung minimal. Es muss für das Auge der Welt gekillt werden und mit Gelächter, und das sollen wir gefälligst sehen. Das ist aber eine Legende. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nee. Alles gelogen. Wir müssen jetzt erstmal hier in der Reihenfolge ein paar wollten sie ein paar Akten vernichten, als sie wussten, sie verlieren. Klar, und haben dann die Leute in Todesmärschen rausgeschickt, die dann auch noch umgekommen sind. Aber wirklich verborgen wurde erst danach. Das kann man... Auch in der Wehrmachtsausstellung, die hätten ja die Möglichkeit gehabt, die Post zu zensieren. Also die ganzen Fotos, die nach Hause gegangen sind oder die sie in den Brieftaschen hatten, sind ja nicht abgefangen worden, sondern die sind gelandet bei den Empfängern. Die ausgestellte Lust am Töten. Über diesen Punkt, soll ich sagen, rede ich mir die Zunge fusselig seit Jahren. Das will nicht in die Köpfe der Menschen rein, die immer sagen, oh Gott, was ist denn da wieder los? Was sind das für Sadisten? Nein, diese Sorte Leute kann nicht anders als Lust empfinden durch Lachen beim Töten anderer. Ich habe eine Frage, weil Sie haben vorhin auch im Vortrag die Prozesse angesprochen, denen Pasolini selbst ausgesetzt war. Jetzt ist dieser Film, was vielleicht fast niemand mehr weiß hier im Saal, auch ein Stück Frankfurter Kinogeschichte, denn der lief damals im Olympia, das war in der Weißfrauenstraße. Und der Film wurde beschlagnahmt und der Theaterleiter vor Gericht gestellt wegen Verbreitung von Gewalt und Pornografie. Und es hat mir ein Vorführer gerade von uns erzählt, der war damals da mit dabei und involviert, und die sind dann alle geschlossen zu diesem Prozess gegangen. Und wie auch bei allen Pasolini-Prozessen wurde dann zwar auch eher freigesprochen, aber allein, dass das sogar die Folge hat für die, die das dann aufführen. Also das würde mich auch nochmal interessieren, was das, ob das ja in irgendeiner Weise auch, wie präsent war das, sowohl Pasolini als auch der Filmszene, der Kulturszene? Ja, ich glaube, nicht sehr präsent. Es sind zwar eine gewisse Menge Leute reingegangen, einige ja auch hier, zum zweiten Mal oder so konnte man ihn schon kaum noch sehen, weil er dann ganz schnell wieder verschwand. Und das ging dann bis in die 90er, also über 20 Jahre war der Film nicht vorhanden. Und über Pasolini gab es dann nach und nach viel. Es wurde veröffentlicht, die Sachen von, wie heißt sie, Laura Betty, die seine versuchte Beziehung mit Callas über den Medea-Film etc. etc. Es wurde eine ganze Menge über ihn geschrieben. Über Salo, meistens in Frankreich, dies und das, aber den Film, man konnte das nicht überprüfen sozusagen, am nochmal sehen von dem Film. Und als ich ihn wieder gesehen habe zum ersten Mal, habe ich festgestellt, gut, ich habe eine ganze Menge anders erinnert oder falsch erinnert oder Bruchstücke behalten und manches gar nicht einordnen können, weil in der 78 oder 78, als er ins Kino kam, einen so überfuhr. Und es ist mir mit allen Filmen, die für mich wichtig waren, so gegangen. Ich musste auch alle Godard-Filme zwei- oder dreimal sehen, fast alle, ehe ich richtig wusste, was das ist, ich was damit anfangen konnte. Mit Büchern geht es auch so. Gute Bücher muss man auch fast immer zwei-, dreimal lesen, die einem wirklich was sagen. Gut, dann fuhr der Film einmal über einen weg und war verschwunden. Und das, ja, finde ich aber ohne Grund. Zensur ist ja nicht aufgehoben. Also ich habe festgestellt, dass die DVD jedenfalls, die jetzt so käuflich erwerbbar ist und die ich fürs Institut angeschafft habe, dass das eine völlig verstümmelte Version ist. Ich habe jetzt zum ersten Mal den ganzen Film gesehen und es ist ein ganz anderer Film. Also da ist so viel rausgeschnitten,
Also scheint ja doch sehr anstößig immer noch zu sein. Es wird ja auch gar nicht ausgewiesen, diese Zensur. Also auf den Packungen ist es schon ein Skandal eigentlich. Die Szene, ja, die du erwähnt hast vorhin, dass also der erschossen wird, sagst du es auf deiner DVD nicht drauf. Ja, also und dass das geschnitten ist, was machen sie damit? Damit schützen sie die Faschisten in dem Film, die den Linken abknallen. Ja, das ist deutsche Zensur. Also das ist völlig verstümmelte Passung. Bis vor ein paar Jahren hätten wir ihn gar nicht aufhören dürfen. Also das ist erst seit ein paar Jahren wieder erlaubt. Das nur so nebenbei. Ja, zur Rezeptionsgeschichte würde mich auch interessieren, wissen Sie, wie der Film in Frankreich gesehen wird? Weil der Marquis de Sade hat es ja auch schwer gehabt mit seiner literarischen Geschichte. Er wurde oder wird immer noch totgeschwiegen. Und deswegen fand ich interessant, dass diese ideale Literaturliste am Anfang des Vorspanns auftaucht, wo zum Beispiel, Roland Barthes, Simone de Beauvoir erwähnt werden. Hat dieser Film vielleicht etwas dran verändert? Hat er eine Diskussion ausgelöst? Soweit ich weiß, wurde er jedenfalls mehr gesehen und aufgenommen als hier. Aber Roland Barthes, der vorne erwähnt wird, mit dem hat Pasolini vor dem Machen des Films und währenddessen auch korrespondiert. Also die waren befreundet. Aber Roland Barthes hat den Film nicht gemocht. Oder soll man zugespitzt sagen, hat ihn abgelehnt. Er hat ihm Verwechslung vorgeworfen von symbolischer Wirklichkeit, faschistischer und symbolischer und wirklicher und so weiter, womit Pasolini nichts anfangen konnte. Und für Pasolini, also Kernstück von Pasolinis Theorie, Filmtheorie, Kinotheorie, ist ja, dass es diese Differenz eigentlich nicht gibt. Eine Darstellung, symbolische Zeichendarstellung von Realität. Eine Kern seiner Theorie in einem Satz zusammengefasst ist, sagt, Kino hat die Möglichkeit, die Wirklichkeit durch sich selbst darzustellen. Ein Tisch außerhalb des Films ist auch im Film ein Tisch. Sessel, ein Raum, etc. Leute, das ist mit Literatur völlig anders. Ein geschriebener Tisch ist kein Tisch. Das ist eine An- und Anderreihung von Wörtern, die auch anders und so und so und so laufen kann. Und er sagt, das ist der Vorteil des Kinos. Man arbeitet eigentlich immer in der Realität und man braucht diese Unterscheidung von französische Filmtheorie, ja besonders macht Zeichentheorie etc., was da alles im Schwange war, wollte er nicht. Bat ja und sie haben sich darüber, glaube ich, entzweit. Herr Harutonian? Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken für den tollen Vortrag und ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Das erste Mal war nicht in den 70er Jahren, da war ich noch überhaupt nicht geboren, aber was mir aufgefallen ist, beim ersten Mal war ich erstmal geschockt. Da haben sie auch am Anfang auch zu Recht gesagt, dieses Monster von einem Film, so ist es auch, das ist ein Kraftakt. Teilweise hat man irgendwie das Gefühl, dass Pasolini uns ja so viel zumutet, dass wir irgendwann auch schreiend rausreden aus dem Kinosaal. Was mir jetzt beim zweiten Mal aufgefallen ist, dass er unglaublich konstruiert ist. Das haben sie auch schon gesagt. Da sind überall Versatzstücke, da sind überall Kunstwerke, Carmina Burana und alles ist ja schön und gut. Das wird ja wieder aufgehoben, also sei es durch Scheiße, durch Pisse und was auch immer. Und am Ende wird es ja nochmal auf die Spitze getrieben, also dieser Gewaltexzess und dann wird noch die Musik unterbrochen. Also ich habe, gerade eben kam ja auch die Frage von hier oben, an wen, was hat es denn verändert? Also das war spezifisch auf Frankreich. Die Frage habe ich mir jetzt auch gerade eben gestellt. Also Pasolini ist da so kompromisslos vorgegangen, dass er anscheinend auch wirklich, wie Sie gesagt haben, Tabula Rasa machen wollte und wahrscheinlich auch ganz offen auch mit Zensur gerechnet hat. Das schwingt ja schon recht bis heute, auch fast 40 Jahre später, ja noch unglaublich viel Frust mit. Aber etwas, er wollte ja damit ja etwas verändern oder er wollte ja die Leute erreichen. Die Menschen, die sowieso das Bildungsbürgertum sind, die in seinen Film reingegangen sind, die haben natürlich diese ganzen Versatzstücke verstanden, genauso wie wir jetzt wahrscheinlich. Die anderen, oder Menschen, die jetzt wahrscheinlich eher das triviale amerikanische Kino vielleicht kannten, die sind wahrscheinlich erstens überhaupt nicht in diesen Film reingegangen. Oder wenn sie reingegangen sind, fanden sie es wahrscheinlich total furchtbar und grässlich. Also ich habe mich jetzt gerade eben gefragt, wie wollte er denn überhaupt die Menschen erreichen mit diesem Film? Also die sich dafür interessiert haben, die haben es wahrscheinlich gar nicht anschauen, weil es auf dem Index war oder zensiert. Ja, wenn ich das wüsste, wen er erreichen wollte. Auf jeden Fall wollte er ausdrücken, dass er in Italien die Leute, auf die er lange gesetzt hatte, nicht mehr erreicht. Ne?
dann auch eben der Satz will nicht, ne, will nicht mehr. Bildungsbürgertum hier, soweit die reingegangen sind, also die, die ich kenne, sind fast alle rausgelaufen. Ne, haben den Film nicht bis zu Ende angeguckt und so, wie das für Bildungsbürgertum typisch ist, den Hintergrund, ne, Dessart und so weiter, Salo, haben sie sowieso nicht gekannt. Also das, der Film ist hier auf überwiegend ein ahnungsloses Publikum gestoßen und wenn es eine sogenannte Aufnahme oder Rezeption gibt, dann erst in den letzten 10 Jahren. Vorher eigentlich nicht. Vereinzelte, die drin waren und in denen der weitergewühlt hat, von denen abgesehen. Und für Frankreich kann ich es schlicht nicht sagen, außer dem, was ich eben zu Barth gesagt habe. Ich das weiß, dass es diesen Streit gibt. Ich weiß nicht, ob der Godard, mit dem war Pasolini auch in Verbindung. Der hat sich nicht negativ geäußert. Und es gibt ja auch einen Film, wo sie zusammen jeweils ein Stück gemacht haben, mit Rossellini, glaube ich, auch. Und, aber breitere Aufnahme Frankreich kann ich schlicht nicht beantworten. Da oben hat vielleicht kann ich Einspruch. Was dazu erzählen. Von Seiten der Internetgemeinde wird der Film unter den 10 schlimmsten Horrorfilmen aller Zeiten aufgeführt. Wenn man ihn reduziert, wenn man mal die Fäkalienkomponenten wegstreicht, die gibt es auch im japanischen Kino zuhauf, wenn sich jemand mit Filmwissenschaft auskennt, und zwar Reality, nicht als Schokoladevariante. Ja? Wenn man ihn reduziert, dann ist das Schockhafte an diesem Film meiner Meinung nach einfach nur die Homophobie, die er auslöst. Nichts anderes, weil alle anderen Komponenten, die den Film für andere vielleicht zum Horrorfilm machen, kommen auch in vielen anderen Vertretern seiner Zeit und der 80er Jahre vor. Also gerade im italienischen Kino sind diese Szenen mit dieser billig wirkenden Kameraführung sind normal. Da werden dann die Horrorfilme mit dieser bestimmten Schnitttechnik gezeigt, wo also die Bilder ein bisschen wie von einer Hobbykamera aufgenommen wirken oder von einer Kamera, wo die Bildsequenz der Fotos, die pro Sekunde gezeigt werden, nicht ganz so schnell ist. Das ist alles ganz normal. Was an dem Film schlimmer ist als an den anderen Filmen seiner Zeit, ist einfach die homosexuelle Komponente. Die ist wesentlich stärker wie in allen anderen Filmen und das müsste auch jedem, wenn man darüber nachdenkt und den Film vergleicht mit anderen Filmen, dann ist das so mit was ihn so schlimm gemacht hat und heute immer noch so schlimm hält. Und gerade das beweist ja, dass die Homophobie immer noch ein großes Thema ist, zumindest bei den männlichen Zuschauern. Die weiblichen Zuschauer, von denen ich hier einige beobachtet habe, die haben den Saal gelangweilt verlassen. Die dachten, es wäre ein Film, in dem es um Homosexualität geht. Im Prinzip lagen sie damit auch richtig, von einer Perspektive aus betrachtet. Ja. Die haben also den zweiten Teil des Filmes, wo eigentlich schlimmer ist, meiner Meinung nach, gar nicht mehr gesehen, ja, weil sie gleich gedacht haben, das ist ein Film, der sich nur um Homosexualität dreht. Und im Endeffekt, ja. Also ich kann nicht sagen, was in den Köpfen derer vorgegangen ist, die vorher gegangen sind. Habe ich auch nicht gesehen hier von hier vorne. Ich weiß auch nicht, wie viele und ob das alles Frauen waren. Keine Ahnung. Aber Homophobie, es gibt ja keine homosexuellen Akte in dem Film. Es gibt ja keine homosexuellen Liebesakte, sondern diesen Analakt als Gewalt. Das würde ich nicht Homosexualität nennen. Das ist eine Vergewaltigungsform. Ja, und warum soll Homosexualität eine Vergewaltigungsform sein? Homosexuelle untereinander empfinden das nicht als Vergewaltigung, was sie machen. Das gibt es angeblich auch zwischen Männern und Frauen, dass Frauen angeblich sagen, tut weh und macht mir Spaß. Will ich vorsichtig mit. Jetzt noch 2. Ja, ich wollte mich auch dieser Diskussion anschließen. Ist natürlich richtig, wenn man sich andere Genrefilme, also Horror und so Folterfilme der 70er anschaut, ist dieser Film nicht heftiger als andere Sachen. Also kann man sogar Filme mit Vincent Price zitieren. Ich glaube, was diesen Film aus der Masse hervorhebt, was ihn mehr auszeichnet, ist zum Beispiel die starke Form, die Ästhetik des Films, ja, diese geometrische Perfektion, die zum Beispiel in schmerzhaftem Kontrast steht mit diesem Humor, der nie für ein befreiendes Lachen sorgt. Die richtigen Folterfilme, die nur gemacht sind, um Horror oder Schrecken zu erregen, sind natürlich viel schlimmer. Mhm. Und was man in Videotheken kriegen kann auf der Ebene,
Es ist, glaube ich, bergeweise, da kann man sich Material besorgen, das schlimmer ist. Das ist eben kein Film auf der Linie. Der will eben nicht einfach Folterakte zeigen, um damit Leute zu Hause vor ihrem Ding sitzen und sich befriedigen, statt rauszugehen und jemanden umzubringen. Ne, wie diese Filme verteidigt werden heute, sie verhindern Morde. Besser der gewaltausübende Typ sitzt zu Hause und holt sich einen runter, statt rauszugehen und die nächstbeste Person zu ermorden. So werden die offiziell begründet und Polizeiberichte und Statistiken scheinen das zu bestätigen. Die erste derartige habe ich von Scotland Yard gehört, als man in Londoner Tagung war, wo die Sachen gezeigt wurden, die aus Filmen, also was die freiwillige Selbstkontrolle in Deutschland ist, rausgeschnitten waren. In England, und das waren wirklich lauter Horrorsachen, nicht, wo Frauenbrüste langgezogen und dann langsam aufgespießt werden, Nadeln durch und an die Wand geheftet und ob Japanerin, Schwarze und so weiter und so weiter. Reine, wo ihm schlecht wird, reine Horror-Ekel, was ja eigentlich keine Filme sind. Ne? Dies ist ja ein Film, ne? Das ist ja... Ich glaube, das ist ein Unterschied. Eine Architektur, vielleicht darf ich das noch kurz zwischenschalten. Ich würde gerne auch nochmal diese Architektur und die Geometrie aufgreifen als Ordnung jetzt der Räume und als ja auch Symptom dafür, dass es eben nicht um diese physischen Akte und ihre Wirkungsweise selber geht. Also das wäre sicherlich ein Irrtum. Ich glaube, wenn man das auf der Ebene nur diskutiert, sondern dieses stark Allegoriehafte bei Pasolini. Also er ist ja, wie du schon gesagt hast, eben ein Filmer, der an die klassische Bildsprache des Films glaubt. Ne? Also das ist ja nicht jetzt irgendwie selbstreflexiv durchgearbeitet, sondern also der nimmt wirklich diese Realität des Filmbilds ernst und gleichzeitig eben seine symbolische Kraft. Also das ist sozusagen verdichtet. Und ich würde auch noch mal vorschlagen, generell eben diese Architektur, diese Achsensymmetrie, die ja oft gerade in diesen Salonszenen, wenn die Erzählerinnen auftreten, ganz stark da ist. Ne? Dieser Tisch, der eben so als spiegelnde Fläche dann die Treppe verlängert. Ne? Da ist so eine ganz strenge Flucht. Ne? Also das stellt doch etwas dar. Das stellt doch diese Immanenz dieser Welt dar. Also diese völlige Geschlossenheit. Was sie anhaben. Ausschließen des Außen. Ne? Und ich finde, den Film könnte man auch nochmal diskutieren in diesen zwei Teilen. Am Anfang ist ja diese Vorhölle, ist ja diese Gefangennahme, ne? der jungen Leute, die dann da hineingeschleppt werden in dieses Innen, was also es gibt kein Außen mehr. Ne? Also ich glaube, das ist die Aussage. Raus. Und da würde ich eben Adorno noch sehen. Ich weiß, du magst jetzt Adorno nicht so, aber ich wollte es doch nochmal anbringen. Also die Kulturindustrie-These enthält ja auch eine Deutung des Sade-Stoffes als eben als ein Vorausblick oder als eine Antizipation des totalitären Systems, des totalitären Denkens und wird kurzgeschlossen mit dem kantischen, mit der kantischen Immanenz der Vernunft, ne? Also die Vernunft, die sich nur noch als Operationsweise begreift. Das ist ja bei Adorno sozusagen der Ausgangspunkt für die Pervertierung der Vernunft, die in Irrationalität, in Barbarei zurückfällt. Und also diese Brücke würde ich da schon sehen, also dass er eben dieses Innen zeigt, diese nur imaginäre Logik, also diese Reduktion aller Handlungen, ne, auf das Überleben, ne, also das Lachen des Überlebenden eigentlich. Ne, das ist die Reduktion aller Operationen sozusagen auf diesen Triumph dessen, der lebt, gegenüber dem, der leidet und der stirbt. Ne, also dieser Akt, das sehe ich schon in dieser Figur aufgehoben. Okay, das ist aber eher Canetti, ne? Als Adorno, was du da gerade sagst. Nee, das ist Juliette oder Aufklärung und Moral aus der Dialektik der Aufklärung. Ja, das okay. Ist dieser Dreischritt. Kann auch gut sein, dass Pasolini in puncto Kritik der sogenannten Kulturindustrie an einigen Punkten mit Adorno übereinstimmen würde. Schon, ja. Aber nicht in dem Punkt, dass für Adorno Kino prinzipiell blöd macht. Ne? Abgesehen vielleicht von Chaplin, großem Diktator oder was anderes nennt er ja kaum. Sonst meckert er nur über Weichzeichner und aus jedem Film kommt man dümmer. Während Pasolini und andere zeigen und was für mich entscheidend ist am Kino, am Film, dieses Buch, von dem ich eben gesprochen habe vorhin, und aus dem, das es zum Teil auch ist, heißt ja im Untertitel Filmdenken und Gewalt. Und Film ist für mich ein Medium, das denkt.
die Kamera eingesetzt in bestimmten Zusammenhängen von, die man meinetwegen auch wieder als Regeln bezeichnen kann, also bestimmte Sorten Schnittfolgen, Umschnitte, was ich von Méliès angefangen über Eisenstein und Abel Gance und so weiter herstellt, als Kinoverfahren. Das macht in der Hand bestimmter Leute die Kamera zu einem denkenden Gerät. Und das denkende Gerät ist die Kamera in Pasolinis Hand. Wenn er diese Frauen zeigt, die da erzählen, die Klamotten, die sie anhaben, diese 30er Jahre, Soubrettengeschichte, der Schleier, wie sie da, was sie da transportieren, das ist eine Sorte Geschichtlichkeit und dieser Räume auch, die er, wo er dann tatsächlich nur die Kamera dahinstellen braucht und das aufnehmen, dann fangen diese Bilder nicht nur an zu reden, sondern die reden Gedanken. Die reden historische Gedanken, ästhetische Gedanken, die kann man, ich will mal sagen, wenn man dafür empfänglich ist, aufnehmen. Adorno war dafür nicht empfänglich und ist deswegen für mich eine Sorte Halbidiot. So leid mir das tut. Das ist aber nicht die Ebene, die ich jetzt gemeint habe, sondern der Film, der denkt, sozusagen kommentiert den Film, der nicht denkt. Also mal ganz reduziert gesagt. Und von Adorno gibt es jetzt keine jetzt explizite Filmästhetik, das ist schon richtig. Und da in gibt es Anti-Ästhetik, ja. Nein, also diese Kulturindustrie-These teilt Pasolini, ja. Ne? Also das muss man schon so sehen. Ja, aber dass Adorno fällt das Kino insgesamt darunter. Dass er die Dialektik der Aufklärung ja in jedem Film drin hat, also mit diesen archaischen, kannibalistischen Einschüben, jetzt in Il Portile ja auch. Ne? Und also das muss man ja als Regression deuten, ne? Was da vorkommt mit dem mit den Exkrementen und diesen ganzen Praktiken. Das ist ja nun... Und das Animalische, was sozusagen zelebriert wird, um das Lebendige wieder zurückzuholen ins Bürgertum. Also das ist ja ganz klar, dass das diese adornische Figur ist. Es ist ganz schwer, theoretische Sätze zu übersetzen, was er da macht. Herr Harutonia nochmal. Also nochmal zu was ganz anderem. Also gerade eben kam ja noch die Frage, wie denn Salo in Frankreich aufgenommen wurde. Ich glaube, 2 Jahre vorher kam ja schon von Bertolucci Der letzte Tango in Paris raus. Es war ja ein Riesenskandal. Da sollte ja Bertolucci ja, glaube ich, ins Gefängnis geschmissen werden oder was auch immer. Und da hatten wir es noch gar nicht mit Homosexualität zu tun. Also von Sex zwischen ausgeübten Sex zwischen Homosexuellen, davon möchte ich jetzt eigentlich auch nicht reden, haben sie auch schon dargestellt, das ist ja wirklich sehr gewaltsam, das sind ja Gewaltakte, die wir hier sehen, aber nichtsdestotrotz wäre sicherlich nicht besser weggekommen als Der letzte Tango. Ja, ist es im letzten Tango, ist es ein Gewaltakt zwischen Brando und Schneider? Eben nicht, also das ist ja so die Gratwanderung, glaube ich. Das ist ja, deswegen kann man das ja nicht in einen Zug nennen mit Salo, das ist klar. Aber selbst das hat ja schon gereicht, um die konservativen Geister ja auch ein bisschen aufzuschrecken. So hatte ich den, also. Ist ein Hinweis, dass es Salo ähnlich gegangen sein wird. Wahrscheinlich, ja. Haben wir noch eine Meldung? Ja, da. Ich fand interessant, dass gerade wieder auf Bertolucci angesprochen wurde. Sie hatten ja in Ihrem Eröffnungsvortrag erwähnt, dass parallel zu den Dreharbeiten Novecento von Bertolucci gerade gedreht wurde. Und ich weiß nicht, zwischendurch habe ich mich sogar an den Film erinnert gefühlt, aber dann habe ich wieder überlegt, vielleicht ist der Vergleich unpassend, weil Bertolucci hat, glaube ich, eine sauberere Fotografie. Und dieser Film ist unmittelbarer, düsterer zum Teil. Deswegen auch wieder zum Thema Gewalt. Vielleicht ist das jetzt sehr subjektiv, aber ich habe das Gefühl, der Film funktioniert wirklich durch rein filmische Mittel, weil das, was Angst macht, ist jetzt für mich persönlich überhaupt nicht die Gewaltdarstellung. Ja? In der Hinsicht habe ich tatsächlich schon Schlimmeres gesehen. Das, was Angst macht, sind auch nicht die Schergen, sondern das, was Angst macht, sind diese Intellektuellen, die sich selber mit Presidente, Monsignore und so weiter ansprechen, diese gebildeten Männer, die in der Position sind, dass sie ihre Ideologie durchsetzen können und die wissen, wie sie Menschen instrumentalisieren können für ihre Pläne. Und vielleicht kann man dazu auch Pasolini selber zitieren. Also wir hatten vor 3 Wochen während des Eröffnungsvortrags einen Ausschnitt aus dem Brief von Pasolini von
43, wo er seine Angst beschreibt vor der Instrumentalisierung von Begriffen wie Gott und Politik und so weiter? Ja, denke ich, kann man so sagen. Ein Kommentar? Ja, da wir... Ich glaube, der Kreis schrumpft, okay. Aber noch eine Meldung. Nur vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Der Saat und Sadismus und Masochismus, das ist, glaube ich, ein Grundthema auch, das sich durch den Film zieht. Sie haben das vorhin schon erwähnt, mit dem, die größte Lust ist, Opfer und Henker gleichzeitig zu sein. Und das ist sozusagen die Grundform des Masochismus. Also jedenfalls in der zweiten Topologie von Freud und bei Lacan kann man das, die haben das beide sehr gut herausgearbeitet, während Freud zunächst mal beim Sadismus angefangen hat und geglaubt hat, das sei die Grundform, von der er dann ausgehen kann, hat er dann später bei einem Kind wird geschlagen und so weiter, eine Wende gemacht, indem er gesagt hat, das ursprünglich ist wahrscheinlich der Masochismus. Und daran hat Lacan ja auch angeknüpft und hat das weiterentwickelt. Und deshalb hatte ich vorhin auch den Aufsatz von Lacan zitiert, Kant mit Sade. Denn da zeigt er genau, dass sozusagen die Ordnung, und das ist ja die Nouvelle Ordre, oder der Nouvelle Ordre, was sozusagen die Faschisten bis heute umtreibt, oder alle sozusagen, dass das eigentlich im Grunde das Pflichtgefühl bei Kant ist, wo er versucht hat, quasi die Moral, innere, also sozusagen den äußeren Zwang nach innen zu verlagern, als moralisches Pflichtgefühl, und dem zu folgen, sozusagen, ist dann das höchste Glück im Grunde bei Kant. Und das arbeitet Lacan ganz deutlich heraus. Und ich denke, hier in diesem Film wird es auch umgesetzt. Denn Sie sprechen zwar von Lachen, aber wie oft wird immer wieder gesagt, lache. Das heißt also, es ist ein Befehl, ja, eine lachen, Ordnung. Klar. Sozusagen, das hat mit wirklichem Lachen oder Gefühlen gar nichts zu tun. Deswegen habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, was für ein Gefühl dieses Lachen ist, eben, aber ja, es ist da. Ja, aber es ist erzwungen, es ist sozusagen ein Befehl. Und das ist das Kantsche Pflichtgefühl. Ich muss mich sozusagen einfügen in die Notwendigkeit, und dann habe ich auch sozusagen eine Befriedigung dafür. Das ist sozusagen die Basis, die... Und die hat mit Masochismus sehr viel zu tun. Und gut, da müsste man jetzt noch weitergehen, aber dazu ist einfach zu spät. Den Film auf den Kopf stellen dafür, sagen Sie. Ja, ich denke, er wird mehr als auf den Kopf gestellt. Und ich kann an der Stelle, gut, es wäre eine völlig neue Diskussion, die wir anfangen. Was Kants Entwurf dieses europäischen Subjekts, das da durch unsere Philosophie geistert, seit der Klassik, diese Sorte Person gibt es schlicht nicht. Und unter den Faschisten schon gar nicht. Die haben kein Ich in dem Sinne und sind nie Subjekte in dem Sinne, wie Kant und auch Adorno unterstellt, was die Person sei. Das sind Fragmentkörper. Das sind Leute, die sind zerfallen in ihrem Ganzen, was sie erlebt und auch was auf sie niedergegangen ist, von Prügeln, Vernichtung in Kindheit, militärischem Drill und. Das ist dieser Körperpanzer, den du vorhin erwähnt hast, den ich in Männerfantasien beschreibe, ist ja nur eine Seite davon. Sie halten sich immer zusammen, weil sie kein Ich haben. Das einzige Ich, über das sie verfügen, ist ein motorisches, ein Muskel-Ich, ein äußeres. Deswegen nehmen sie auch alle diese Regeln auf und die halten sie zusammen. Denn wenn sie Gefühle zeigen, deswegen treibt mich dieses Lachen auch so um. Was ist das wirklich? Setz sich mit diesem Lachen, ja, der Körper zusammen, was ich annehme, aber wirklich mit welcher Sorte? Emotion. Aber da ist kein Ich, kein Subjekt und mit Kant gar nichts. Das war sowieso eine historische Konstruktion. Ein kantisches Ich hat vielleicht Freud gehabt und vielleicht noch 5 Handvoll Leute mehr um 1900. Alle anderen sind mehr oder weniger das, was wir heute psychotisch oder Borderline nennen würden. Zusammengeprügelte, in der Kindheit zermatschte Leute, die mit Fragmentkörper rumlaufen. Da kommen ja die ganzen Faschismen her, die wir haben. Ich würde da überhaupt nicht mit Kant beigehen. Also mich hat dieser Film
an Hanekes Funny Games erinnert. Da sind es halt eben keine Exzellenzen und Hochwürden, sondern da ist es halt eben so junge Leute, die sich eine Freude daran machen, also da so Bürger, eine bürgerliche Familie auf qualvollste Weise auszurotten. Und ich habe nur gehört, dass also Haneke in einem Interview gesagt hat, wer diesen Film verlässt, und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich hier rausgehen soll, hat er gemeint, der hätte den Film verstanden, weil er also einfach gegen dieses Voyeurtum, wenn man, und man wird ja einfach durch diese Art von Fernglasoptik da reingezogen, dass man also wirklich dann wie im Grunde der das durch das Fernglas guckt, also man wird ja zwangsläufig mit dem identisch, und das fand ich, also hätte man wirklich vielleicht doch rausgehen sollen, ich weiß nicht, nur eine ganz andere Sicht auf den Film. Why not? Ja. Das wäre vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Ja, vielleicht eine kurze, prägnante Abschlussfrage. Die Reihe heißt, die Revolution findet trotzdem statt. Stimmt das? Das müsst ihr verantworten. Fragt uns immer. Ganz herzlichen Dank, Klaus Debeleit, für den tollen Vortrag und die tollen Informationen. Und natürlich auch an Regine Prange, vielen Dank. Danke auch, lange Geduld. Genau. Es geht weiter am 18. Dezember, können Sie sich schon mal vormerken. Dann wird Toni Hildebrand hier sein aus Bern und über El Vangelo Secondo Matteo reden. Auch den Film gibt es selten zu sehen. Und jetzt einen guten Nachhauseweg. Bis bald. Tschüss.